Dann sage ich hallo und herzlich willkommen zur 21. und letzten Etappe unseres Bora Hansgrohe Let's Plays begleitend zur Tour de France 2020, die also gestern am Champs-Élysées in Paris ihren Abschluss gefunden hat. Und jetzt wollen auch wir sozusagen die letzten Kilometer dieses Rennens nochmal gemeinsam durchfahren und natürlich versuchen mit Pascal Ackermann hier noch ein hübsches Ende für diese Tour de France rauszufahren, die auf virtuellem Parkett bei uns Jakob Fuglsang in deutlicher Manier 6,5 Minuten vor Emanuel Buchmann gewonnen hat und über 7,5 Minuten vor Primoz Roglic. Ich möchte diese Etappe nutzen, sie ist ja nicht allzu lange, um allen, die während dieses Let's Plays, während dieser Tour de France neu zu meinem Kanal dazugekommen sind, erstmal ein Dankeschön auszurichten, dass ihr jetzt also auch Abonnenten dieses Kanals seid. Das freut mich sehr. Es sind echt einige dazugekommen im Laufe der Tour de France. Die Klickzahlen waren auch relativ gut. Das hat mich sehr, sehr gefreut. Und für die, die neu dazugekommen sind, beziehungsweise auch für alle anderen, kann man ja jetzt schon mal so einen kleinen Ausblick geben. Was wird es sonst noch so auf diesem Kanal nach diesem Tour de France Let's Play mit Bora geben? Grundsätzlich unsere Serie vom Wasserträger zum Tour de France-Sieger, wo wir den Pro-Kapitän-Modus dieses Tour de France 2020-Spiels für die PlayStation 4 durchspielen. Diese Serie wird definitiv auch noch weitergehen. Und da ist die nächste Folge sozusagen schon aufgenommen, wo wir tatsächlich das neue Team zusammenbauen. Und ich kann euch schon mal sagen, ich habe ein Team zusammengebaut. Das geht eigentlich kaum wirklich besser. Da sind ganz, ganz viele extrem geile Fahrer dabei. Sind auch ein paar Fahrer dabei, die man auch als deutscher Fan sehr kennt und mag. Und vielleicht gebe ich ja jetzt schon mal so einen ersten kleinen Tipp ab. Unser absoluter Edelhelfer für Flachetappen oder generell zum Zufahren von Ausreißergruppen ist Toni Martin. Den werden wir in unserem Team Sarias dann sehen. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass es dann morgen schon weitergehen wird mit diesem Let's Play. Aber seht es mir nach, dass ich das dann nur im Alle-Zwei-Tage-Rhythmus bringen werden kann. Ich habe jetzt bis zum 30. habe ich noch Hausarbeiten abzuarbeiten, noch Unikram sozusagen. Und das ist auch so ein bisschen der Grund, warum jetzt die letzten beiden Folgen dieses Bora Hansgrohe Let's Plays etwas verspätet gekommen sind. Und während wir hier auf den Eiffelturm zufahren, den Blick genießen wir nochmal eben. Und dann genießen wir, dass wir hier auch wieder rauszoomen können, denn es ist doch, gerade wenn man so gedrängt im Fahrerfeld ist, nicht so wahnsinnig angenehm, diese Ego-Perspektive. Ja, also das heißt, wahrscheinlich ab Oktober habe ich dann erstmal einen Monat Zeit, ehe die Uni wieder losgeht. Es kann aber sein, dass ich tatsächlich da dann einen neuen Job habe. Das heißt, nichts Genaues weiß man nicht, wie es dann aussieht mit meinem Arbeitsaufwand pro Woche. Aber ich rechne fest damit, dass ich im Oktober wirklich relativ viel Zeit habe und viel Zeit haben werde, um für YouTube Sachen zu produzieren. Und ich kann euch sagen, ich habe wahnsinnig viele Ideen im Kopf und auch wirklich viele Ideen, von denen ich überzeugt bin, dass ihr da auch viel Spaß dran habt, die zu gucken. Und im Grunde genommen geht es jetzt einfach nur darum, dass ich es schaffe, diese Ideen auch wirklich in die Tat umzusetzen. Fahren wir hier an diesem kleinen Denkmal vorbei. Diese Kurve hier, die ist in der Realität, ja, wenn Corona nicht wäre, einer der stimmungsvollsten Orte der Tour de France. Haben sie hier im Spiel, ja, hätten sie ein paar mehr Fans hinpacken können in diese Kurve. Naja, ist wie es ist. Da hinten ein paar Teambusse und jetzt fahren wir das erste Mal durch diesen Ziel durch, Lauf durch, eine Rechts-Links-Kurvenkombination. Das Tempo ist auf jeden Fall mächtig hoch und wir haben mit Pascal Ackermann leider nur eine durchschnittliche Tagesform. Das heißt, wird natürlich schwierig, dann einen Sieg mitzusprinten. Wir werden unser Bestes geben. Genau. Aber nicht nur der Radsport soll hier in diesem Kanal in Zukunft eine wichtige Rolle spielen. Also seid euch da dessen schon mal sicher. Tour de France, Radsport, das ist eine Sache, die mich wahnsinnig interessiert, für die ich auch wahnsinnig viel Leidenschaft empfinde. Und ich glaube inzwischen auch, dass ich meinen Kanal tatsächlich relativ 50-50 zusammensetze. Das heißt, eine Hälfte ist hier wegen des FIFA-Let's Plays mit Kickers Offenbach, die andere Hälfte wird hierher gespült worden sein durch meine Tour de France-Let's Plays. Und das wird auch erstmal so der Fokus meines Kanals sein. Das heißt, FIFA wird es geben. Ich arbeite gerade an einem etwas aufwendigeren FIFA-Video.
wo ich sehr gespannt bin. Das ist so eine Pilotfolge für eine neue Serie, wo ich mir vorstellen kann, dass sie tatsächlich sehr, sehr cool sein könnte. Und dann wird es auch bald wieder ein Let's Play geben zu FIFA. FIFA 21 wird es einen Karrieremodus Let's Play geben und dann schauen wir mal, was es noch so geben wird. Aber ja, wie gesagt, da habe ich wahnsinnig viele Ideen im Kopf. Im Grunde genommen liegt es einfach daran, wie viel Zeit ich habe und wie gut ich diese Zeit manage. Wie viele dieser Ideen dann in die Tat umgesetzt werden können. Aber lasst euch gesagt sein, ich freue mich auch immer über eure Ideen. Ich habe jetzt letztens erst eine sehr coole Idee in den Kommentaren gelesen, wo es darum ging, was ich mit dem guten Vasi Gaming zusammen machen könnte. Und da könnt ihr euch auch sicher sein, dass ich jetzt mal in seinem Stream zu Gast war oder dass er hier mal im Let's Play, in diesem Bora Hans Grohe Let's Play zu Gast war. Das war definitiv nicht die letzte, nicht der letzte gemeinsame Auftritt in irgendwelchen YouTube-Videos. Ich glaube, ich darf sagen, dass wir uns wirklich sehr, sehr gut verstehen und ja, auch viel Freude an den Videos voneinander haben und grundsätzlich auch ähnliche Vorstellungen davon haben, was coole YouTube-Videos sind und insofern dann auch wirklich in Zukunft immer mal wieder Projekte gemeinsam angehen werden und auch ja, der Lukas, der diejenigen, die Vasi Gaming auch abonniert haben und auch auf seinem Discord-Server sind, sicherlich kennen dürften. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass auch der mal in einem YouTube-Video von mir zu Gast sein wird. Aber das, wie gesagt, alles Zukunftsmusik. Ich habe jetzt sehr lange gelabert. Ich würde sagen, boah, wird hier ein Tempo angeschlagen. Schaut es euch an. Wir spulen jetzt mal vor. Was hat Ackermann? Ach, Ackermann hat hier um die Punkte mitgesprintet. Krass. Na gut. Ich finde es immer erstaunlich, wenn der Computer das sozusagen automatisch macht. Also, Ausreißer jetzt mal erstmal wieder geschluckt. Wir haben noch etwas über 20 Kilometer. Noch zwei Runden zu gehen. Wir können ja schon mal sagen, dass der Sprint für Pascal Ackermann vorbereitet werden soll, damit er da in Position gefahren wird. Zack. Wir können auch eine Sache gleich noch machen, und zwar wie in der Realität. Lassen wir Maximilian Schachmann mal eine kleine Attacke fahren. Gucken, ob da was geht. Und Raphael Maika geht ja direkt mit. Na gut. Maika, dann beschützt du. Boah, jetzt ruckelt's hier. So, jetzt Schachmann schützen. Schachmann 110%. Funktioniert das jetzt? Das. Okay, die sind noch ein bisschen vorne weg, aber nicht mehr viel. Jetzt ist Mühlberger vorne rausgefahren. Okay, gut. Naja, gut. Hat nicht so ganz geklappt mit den Attacken, aber wir haben uns zumindest mal kurz vorne gezeigt. Jetzt fahren wir mit Pascal Ackermann hier nämlich mal nach vorne. Hier schön die Innenkurve nutzen. Und dann müssen wir schauen, dass wir unser rotes Gel gut wieder nehmen. Diese Kurvenkombination, ich glaube, das könnte etwas sein, wo wir jetzt ein bisschen den Computer so ein bisschen austricksen können. Deswegen bin ich hier mal ganz aufmerksam und fahre wirklich vorne im Wind, auch wenn das ein bisschen Kraft kostet. Aber das ist es mir jetzt tatsächlich persönlich wert. So. Caleb Youn fährt hier nämlich auch schon vorne im Wind. So, und dann sind wir tatsächlich in einer ausgezeichneten Position jetzt gleich für den Sprint. Die letzten 2 Kilometer sind angebrochen. John Degenkolb ist hier, der für Caleb Youn hier im Wind sich abarbeitet. John Degenkolb, der ja leider die Tour de France schon nach der ersten Etappe beenden musste. Wirklich ärgerlich für ihn. So, Kurve haben wir sehr gut genommen. Und dann geht jetzt der Sprint los. Jetzt müssen wir schauen, dass wir hier noch an Caleb Youns Windschatten rankommen. Ansonsten sind wir nämlich tatsächlich sehr gut positioniert. Caleb Youn viel zu früh im Wind. Könnte das der Sieg für Pascal Ackermann werden? Oh, ich fürchte. Doch, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Tut mir leid, dass ich die Kameraperspektive nicht so ganz optimal genutzt habe. Aber ich wollte sehen, ob da von hinten noch jemand kommt. Wir suchen, schauen es uns gleich nochmal in der Wiederholung an. Aber haben wir hier jetzt tatsächlich einfach mal einen Sieg auf der Champs-Élysées in Paris geholt? Da hat die ganze Etappe über mit Pascal die ganze Tour de France über mit Pascal Ackermann nicht geklappt. Und dann hat das jetzt hier so geklappt, das wäre ja großartig. Also wir schauen uns unseren Sprint an, haben wir wirklich sehr gut getimed und sind dann erstmal hier sozusagen im Windschatten von Caleb Youn geblieben. Und dann sind wir rausgegangen. Und dann können wir jetzt auf die Zeitlupe schalten und gucken. Da kommen nämlich Nizzolo und Kurkar noch angefahren. Und auch ein Fahrer von Akea Samsic, das wird dann Bohani sein. Also,
Danizolo. Da hatte ich wirklich gedacht, okay, der hat noch ein bisschen mehr Schwung, noch ein bisschen mehr Power als wir, aber unsere Kraft hat gerade so perfekt gereicht. Und dann setzen wir uns hier im Zielsprint durch und holen den Etappensieg auf der Champs-Élysées. Und was gäbe es für einen besseren Abschluss für dieses Let's Play mit Bora Hansgrohe als dieser Sieg von Pascal Ackermann. Und da genießen wir den Blumenstrauß und den Preis und die beiden Damen, die zweifelhaft, wo man da durchaus dran zweifeln kann, ob sie mit viel Liebe programmiert wurden, sieht doch etwas lieblos angefertigt aus. Aber trotzdem, wir genießen es im Hintergrund der Arc de Triomphe. Wir gratulieren einem überlegenen Jakob Fuglsang, der die komplette Tour de France virtuell im Parkett in Grund und Boden gefahren hat. Und ja, da gibt es keine zwei Meinungen. Genauso verdient wie Tadej Pogacar die Tour de France gewonnen hat, auch wenn man es Primoz Roglic natürlich auch gegönnt hätte. Aber ja, direkt also Jakob Fuglsang, das gelbe Trikot in die Höhe. Das grüne geht an Caleb Ewan, in der Realität an Sam Bennett. Bennett, der auch wirklich eine bärenstarke Tour de France gefahren ist. Und das Bergtrikot hat uns Jakob Fuglsang also leider noch abgenommen. Aber in der Gesamtwertung wird Emanuel Buchmann starker Zweiter. Wir holen nochmal einen Sieg mit Pascal Ackermann. Und dann haben wir diese Tour de France doch wirklich sehr, sehr erfolgreich abgeschlossen. Und ich würde sagen, wenn euch diese Serie insgesamt gefallen hat, dann lasst es mich bitte gerne wissen mit einem fetten Daumen nach oben. Das würde mich sehr, sehr freuen und unterstützt meinen Kanal natürlich auch. Und wenn ihr in Zukunft keine Tour de France Videos mehr verpassen wollt und vielleicht auch ein offenes Auge für FIFA-Content habt, und ich bin mir sicher, im Winter, wenn es dann irgendwie sich anbietende Videospiele gibt, da bin ich auch, was den Wintersport angeht, wahnsinnig interessiert. Da wird es dann vielleicht auch nochmal ein paar Videos zugeben zum Wintersport. Vierschanzentournee ist auch eine große Leidenschaft von mir. Vielleicht wird es da in die Richtung auch nochmal was geben. Wenn ihr das alles sehen wollt, dann lasst mir auch gerne ein Abo da, sofern ihr es noch nicht getan habt. Und dann, darf ich sagen, sehen wir uns wahrscheinlich morgen zu der Fortsetzung der Serie vom Wasserträger zum Tour de France-Sieger wieder. Bis dahin, ciao, haut rein.